Hi, ich bin der Kai von Somewhat Outdoor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Update zum Offroad-Camper. Und zwar das Update zur Heizung. Weil diese Kabine hat ja, da ist ja keine Heizung eingebaut. Und ich habe die Kabine ein bisschen modifiziert, habe einen Einlass an die Kabine gebaut, um die Kabine zu heizen und um meine Dachzeltheizung, die ich ja schon hatte, quasi an der Kabine anzuschließen. Heute in diesem Video zeige ich euch mal, wie ich die Kabine heize. Und ja, wir haben jetzt Herbst, es geht in den Winter, jetzt kommt sowieso die Heizperiode, wobei ich die Heizung schon auch im Sommer über genutzt habe, wenn ich irgendwo unterwegs war und hatte morgens, nachdem ich drin geschlafen habe, Feuchtigkeit in der Kabine, also Kondenswasser in der Kabine, konnte ich das immer schön mit der Heizung trocknen. Das ist schon perfekt. Ich hole sie jetzt mal aus dem Auto und dann erzähle ich euch ein bisschen was drüber und dann nehmen wir die mal in Betrieb. So, da ist sie, das gute Stück. Die beiden Kappen habe ich schon abgeschraubt. Die waren hier und hier an den Seitenstutzen oder auf die Seitenstutzen gedreht. Hier vorne haben wir, oder vorne oder hinten, haben wir einen Stromanschluss, da habe ich auch ein Anschlusskabel für. Dann haben wir hier einmal, da zieht die Standheizung quasi die kalte Luft an und hier bläst sie die warme Luft raus. Auf der Seite haben wir noch den Auspuff, da kommen die Abgase raus und hier zieht sie quasi den Sauerstoff an zur Verbrennung. Ja, ich würde sagen, wir klappen die mal auf und schauen mal zusammen rein. So sieht die innen aus, das gute Stück. Ja, hier haben wir einen Dieseltank. Da unten sitzt die Planar, die Standheizung drin. Und hier haben wir noch Sicherungen. Hier können wir quasi die Stärke des Lüfters wählen. Und das hier ist die Taste, um die Heizung zu starten. Ich habe dazu auch noch eine Fernbedienung. Die habe ich jetzt blöderweise nur nicht dabei. Also ich kann theoretisch, wenn die Heizung hier draußen steht und ich liege oben drin, kann ich die von oben starten mit einer Fernbedienung. Das ist eine feine Sache. Ja, so sieht sie von innen aus. Ist eigentlich eine ganz simpel aufgebaut. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Heizung nutze. Wie ihr seht, habe ich hier einen Stutzen eingebaut. Ursprünglich wollte ich den Stutzen ja da oben einbauen, aber mir ist eingefallen, wenn ich da oben warme Luft reinblase, warme Luft steigt ja nach oben, dann wird hier unten der Fußraum immer kalt sein. Deshalb habe ich den Stutzen hier in die Tür eingebaut. So wird schön auf dem Boden die warme Luft eingeblasen. Hier habe ich mir einen 12-Volt-Anschluss hingebaut mit einem wasserdichten, Verschluss. Und wir schließen jetzt mal die Heizung zusammen an und nehmen die mal in Betrieb. Um die Heizung nutzen zu können, brauchen wir natürlich Strom. Das Stromkabel wird ja, hatte ich euch schon gezeigt, das wird hier angeschlossen und festgeschraubt. Dann habe ich mein Handy mitgebracht, weil wir schauen uns gleich auch an, was die Standheizung so an Strom verbraucht. Weil wenn die zündet, braucht die richtig viel Strom am Anfang. Das Stromkabel schließen wir dann an der externen Dose an. Und den Schlauch schließen wir einmal hier an. Und einmal an der Kabine. Zum Starten halten wir kurz hier die Taste fest und dann geht es gleich auch schon los. Wie ihr hört, die glüht jetzt vor, die Anlage. Wie ihr seht, braucht die jetzt beim Vorheizen 3,7 Ampere. Die heizt jetzt vor und ihr seht auch hier aus dem Auspuff kommt Qualm. Das wird aber wieder weniger, also die qualmt nicht permanent, das ist nur beim Aufheizen.
nachdem sie warm gelaufen ist und im Dauermodus läuft, wie ihr seht, brauchst du nur noch 0,7 Ampere im Dauerbetrieb. Das ist perfekt. Ich habe jetzt den Lüfter auf Vollstoff laufen, das heißt auf volle Leistung. Und wir messen jetzt mal die Temperatur, die Lufttemperatur, die da rauskommt. Da werdet ihr sehen, das ist richtig cool. Und die heizt auch meine Kabine innerhalb von ein paar Minuten auf eine richtig angenehme Temperatur, selbst wenn es draußen kalt ist. So, ich habe mal ein Infrarotthermometer geholt. Wir messen jetzt mal die Temperatur der Luft, die da rauskommt, weil die ist sehr, sehr heiß. Das Rohr ist auch schon sehr heiß. Schaut mal, wir liegen hier bei 79,2 Grad. Aus diesem Grund heizt diese kleine Box auch meine Kabine so gut und so schnell. Und das für knapp 1 Ampere Leistung und ein bisschen Diesel. Also ich finde die Lösung absolut perfekt, zumal sie flexibel ist und ich kann die Box auch nehmen, wenn ich jetzt hier ein Zelt aufgebaut habe oder für sonst irgendwas zu heizen. Ja, das ist schon eine coole Sache. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich die Kabine heize. Und das ist eine ganz einfache Sache mit der Heizung. Man muss nichts in die Kabine einbauen. Und falls ihr euch fragt, wegen der Lautstärke. Also das hört sich sehr wahrscheinlich jetzt auf dem Video alles sehr, sehr laut an, weil wir hier draußen stehen, weil das Mikrofon direkt in der Höhe von der Box war. Wenn man in der Box sitzt, hat die Klappe unten, hört man eigentlich nur so ein leises Klackern von der Spritpumpe da drin. Von dem ganzen Gebläse hört man fast gar nichts. Also das ist sehr, sehr leise alles, wenn sich es auch von außen laut anhört. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr so euren Camper, euren Offroad-Camper euren Dachzelt-Camper heizt. Würde mich mal interessieren. Ich habe demnächst einen getroffen, der hat einen ausgebauten Bus und hat einen Holzofen drin. Der hat abends eine Kappe seitlich abgezogen, hat ein Ofenrohr draufgesteckt und hat ein Feuerchen innen drin gemacht. Ist auch eine Möglichkeit zu heizen und man hat noch ein gemütliches Ambiente mit so einem Feuer im Bus. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Kai von Sonnwald Outdoor. Ciao.